HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Hat diese Musik eine politische Bedeutung? Das harmlose Lied vom rosa-roten Panther? Aber nicht doch. Aber doch, wenn der rosa-rote Panther von Neonazis entführt wird, dann hat diese Musik sehr wohl eine politische Bedeutung. Aufklärung folgt. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 25. Haben böse Menschen keine Lieder? Zur politischen Bedeutung von Musik. Von Klaus Walter. Gibt es das eigentlich, unpolitische Musik? Wenn zum Beispiel ein Politiker öffentlich Musik macht oder einfach nur singt, ist das dann zwangsläufig ein politischer Akt? Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Hoch auf dem gelben Wagen ist eigentlich ein sogenanntes deutsches Volkslied und stammt aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. 100 Jahre später, am 6. Dezember 1973, singt der damalige Bundesaußenminister und spätere Bundespräsident Walter Scheel dieses Lied im ZDF bei einer Wohltätigkeitsshow. Weitere 4 Wochen später klettert das Lied auf Platz 5 der deutschen Single-Verkaufshit-Parade. Weitere 4 Monate später, am 15. Mai 1974, wird das ehemalige NSDAP-Mitglied Walter Scheel zum Bundespräsidenten gewählt, mit den Stimmen von SPD und FDP. Wäre Scheel auch ohne seine neue Popularität als Sänger ins höchste Staatsamt aufgestiegen? Kann man einem Mann, der so frohgemut ein durch und durch unpolitisches Lied singt, seine NS-Vergangenheit übel nehmen? Übertönt ein vermeintlich unpolitisches Lied unbequeme politische Fragen? Wie Willy Brandt, der Kanzler der sozialliberalen Koalition der frühen 70er Jahre in Bonn, so versteht sich sein Vizekanzler Walter Scheel auf symbolische Politik, wie sein Ausflug in die Volksmusik beweist. Das Spiel auf der Klaviatur der symbolischen Politik beherrscht auch Barack Obama vortrefflich. Ohne diese Qualitäten wäre er wahrscheinlich nicht zum Präsidenten der USA gewählt worden. Ende 2012 stellt er sich zur Wiederwahl. Jetzt gilt es wieder, die Menschen zu überzeugen und Geld zu sammeln für einen effektiven Wahlkampf. Also begibt sich Obama auf Spendentour. Dabei macht er Halt im Apollo Theater im New Yorker Stadtteil Harlem. Das Apollo ist einer der großen Tempel der afroamerikanischen Popmusik schlechthin. Alle Größen des Soul, Funk, Rhythm and Blues und Hip-Hop haben hier gespielt. Im Januar 2012 hat Barack Obama seinen großen Auftritt im Apollo. So in love. Barack Obama singt Let's Stay Together im legendären Apollo Theater in Harlem. Let's Stay Together ist, wie Hoch auf dem gelben Wagen, ein durch und durch unpolitisches Lied. Ein Liebeslied, ein Evergreen des 20. Jahrhunderts. Berühmt gemacht von dem afroamerikanischen Sänger Al Green. I'm so in love with you. Al Green ist später Prediger in seiner eigenen Kirche geworden. An jenem Januarabend ist der Reverend Al Green zu Gast im Apollo, als Obama sein Lied anstimmt. Reverend Al Green was here. Don't worry, Rev, I cannot sing like you, but I just want to show my appreciation. Der Reverend ist heute hier, ruft Obama ins Publikum und wendet sich dann direkt an Al Green. Keine Angst, Reverend, ich kann nicht so gut singen wie Sie. Ich wollte Ihnen nur meine Wertschätzung zeigen. Das Publikum im Apollo tobt. Es ist eine Geste mit großer symbolischer Kraft. An einem historischen Ort beschwört der erste afroamerikanische Präsident der USA die glorreiche Vergangenheit der Soulmusik und macht aus dem unpolitischen Liebeslied Let's Stay Together eine Hymne auf die Solidarität. Let's Stay Together. Lasst uns zusammenbleiben, zusammenstehen. Ich bin immer noch einer von euch. Das ist Obamas Botschaft an das überwiegend schwarze Publikum im geschichtsträchtigen Apollo Theater. Mit dieser eleganten Geste beschwört der Präsident noch einmal den Geist der Bürgerrechtsbewegung. Wie wird ein angeblich unpolitisches Lied plötzlich politisch?
Das ist eine Frage des Timings, eine Frage des Ortes, eine Frage des Zusammenhangs und eine Frage des richtigen Getränks. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Droht im Scherz ein gut aufgelegter Bundeskanzler Gerhard Schröder bei einer Autogrammstunde auf einem Sommerfest im Jahr 2000. Der Populist Schröder genießt beim Bier das Bad in der Menge. Der Entertainer Stefan Raab, ein großer Populist der Popkultur, schnappt den Satz von Schröder auf und bastelt daraus einen Hit. Hol mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Hol mir eine Flasche Bier, Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ausschnitte aus der Fernsehshow von Stefan Raab sind im Internet zu besichtigen. Hätten Sie gedacht, dass der Kanzler direkt in seinem ersten Song so einen Ballermann-Knüller vorlegt? Fragt Raab genüsslich. Ballermann steht für die prollige Massenkultur am Strand von Mallorca, wo man Sangria mit dem Strohhalm aus Eimern trinkt und zwischendurch auch mal eine Flasche Bier. Der Populist Raab macht sich lustig über den Populisten Schröder. Am Ende profitieren beide. Raab landet einen Verkaufsschlager, Schröder festigt seinen Ruf als volksnaher Politiker aus kleinen Verhältnissen, der lieber auf Volksfesten Flaschenbier mit dem Volk trinkt, als Champagner zu schlürfen auf exklusiven Galas. Im Festzelt redet Schröder lieber über seine Fußballvergangenheit als über Frauenpolitik und so ein Gedöns. Dass Frauenpolitik Gedöns ist, darüber ist sich der biertrinkende Kanzler einig mit dem sprichwörtlichen Stammtisch. Die Deutungshoheit über die Stammtische ist nach wie vor ein Machtfaktor. Schröder kann sich also bei Stefan Raab bedanken, dass dieser ihn als lebensfrohen Stammtischpolitiker inszeniert hat. Das ist die politische Dimension dieser angeblich unpolitischen Musik. Das vermeintlich Unpolitische politisieren und für seine Zwecke nutzen. Das ist eine von mehreren Strategien der extremen Rechten in Deutschland. Am rechten Rand finden wir die NPD, die sich gerne seriös gibt. Und wir finden autonome Nationalisten, die von linken Autonomen lernen. Es gibt freie Kameradschaften und es gibt immer mehr Frauen, die sich in sozialen Berufen engagieren, um dort rechte Propaganda zu machen. So vielfältig wie die Szene, so vielfältig sind auch die musikalischen Ausdrucksformen am rechten Rand. Die hocken vor der Glotze, verfettet und verblödet, die Körper erschlafft, die Seelen verödet, die zieht sich die Miesen ab, im Fernsehen rein, weiße Berge, weiße Chips, auf billig Wein. Die nennen es Freiheit, die nennen es Toleranz, ich nenne es Europa zum Tanz. Sie träumen von einem Multik und die Staat, für mich ist es nur weißer Verrat, weißer Verrat. Sie träumen von einem Multikulti-Staat, für mich ist das nur weißer Verrat. Das singt eine Band mit dem interessanten Namen Lunikow-Verschwörung. Lunikow ist der Spitzname des Sängers, der früher bei Lanza gesungen hat und eben jetzt unter Lunikow-Verschwörung auftritt, Michael Regener. Lunikow ist wohl eine billige DDR-Wodka-Marke. Das Album ist von 2008 und das hat Michael Regener nach seiner Haftentlassung direkt schnell auf den Weg gebracht. Lanza sind ja, das ist ja einmalig dann in der deutschen Rechtsgeschichte, Ende der 90er, Anfang des neuen Jahrtausends, als rechte Musikband tatsächlich auch als terroristische Vereinigung eingestuft und dann verboten worden. Das berichtet Thorsten Hindrichs, Musikwissenschaftler aus Mainz mit Fachgebiet rechte Popmusik, Nazi-Rock und Artverwandtes. Hindrichs kennt die Szene. Den Stellenwert des Michael Regener, der seine Band nach einem billigen DDR-Wodka benannt hat, beschreibt er so. Er ist einer der Helden, auch wenn er musikalisch eigentlich eher das Klischee des tumben, musikalisch nicht besonders ausgefeilten Rechtsrocks RAC bedient. RAC steht für Rock Against Communism, Rock gegen Kommunismus. Das erinnert an antifaschistische Initiativen wie Rock gegen Rechts oder an die britische Bewegung Rock Against Racism, die in den 70er und 80er Jahren den Kampf gegen Rassismus und die rechtsradikale British National Party auch mit musikalischen Mitteln geführt hat, namentlich mit Konzerten von Bands aus der Punk- und Reggae-Szene. Dass Rechte jetzt mit Rock Against Communism antworten, ist kein Zufall, meint Thorsten Hindrichs. Denn in der rechten Szene hat sich da doch auch eben beispielsweise über die autonomen Nationalisten in den letzten Jahren einiges getan, was so Styling und Dresscode angeht. Da trägt man durchaus das, was linke oder scheinbar linke antifaschistische Jugendliche auch tragen. Kapuzenpullis, alles in Schwarz, Palästinensertücher, Ohrringe, Tattoos, Piercings, alles, was auf den ersten Blick eher undeutsch ist.
bis hin zu inzwischen auch Übernahmen von Konzepten aus der Straight-Edge-Bewegung. Straight-Edge ist ursprünglich eine linke Jugendbewegung in der amerikanischen Hardcore-Punk-Szene. Auch hier adaptieren also junge Rechtsradikale Codes und Motive des politischen Gegners. Thorsten Hindrichs beobachtet eine popkulturelle Modernisierung am rechten Rand und sieht eine Art Jugendbewegung aus autonomen Nationalisten und freien Kameradschaften. Eine Bewegung, die bewusst auf Distanz zur NPD geht und eigene Stilistiken und Symbole entwickelt. Unter anderem eben auch darüber, dass man sich scheinbar linker Codes bedient und die dann eben für sich in Anspruch nimmt und auch scheinbar nicht mit der rechten Ideologie vereinbarer Codes wie Amerikanismus, englische Sprache. Es gibt jede Menge Aufkleber wie Fuck Israel. Redensarten, Dresscodes und Symbole des politischen Gegners quasi entführen, sich aneignen und mit neuer Bedeutung aufladen. Diese Kulturtechnik erfreut sich gerade unter jungen Neonazis großer Beliebtheit. Das gilt auch für die Politisierung des scheinbar Unpolitischen. Eigentlich unpolitisch ist das berühmte Thema aus dem Rosa-Roten Panther, komponiert von Henry Mancini. Der erste Pink-Panther-Film über die Abenteuer des Inspektor Clouseau wird 1963 gedreht. Fast 50 Jahre vergehen, bis der rosa-rote Panther sich in einen braunen Panther verwandelt, oder besser, verwandelt wird. Vom nationalsozialistischen Untergrund, NSU. Die sogenannte Zwickauer Terrorzelle soll seit 1998 mindestens 9 Morde begangen haben, zumeist an türkischstämmigen Menschen. Dazu hat das Trio ein Bekennervideo produziert mit dem, in der Sprache der Nazis doch eher undeutschen Symbol, Paulchen Panther. Also die Verwendung von einem auf den ersten Blick eher undeutschen Symbol wie Paulchen Panther ist zumindest in der jüngeren Vergangenheit in der rechten Szene gar nicht mal so ungewöhnlich. Meint der Rechtsrock-Experte Thorsten Hindrichs und diagnostiziert Veränderungen am rechten Rand. Was in den letzten Jahren zunehmend zu beobachten ist, dass die rechte Szene sich umbaut, sich umstrukturiert, sich insbesondere eben an der Stelle auch popkulturell ein bisschen modernisiert. Also man muss sich, glaube ich, langsam von dem Klischee verabschieden, dass das wirklich nur ewig gestrige ältere Herren im Trachtenanzug oder mit Seitenscheitel sind. Um Neonazis wirksam zu bekämpfen, muss man wissen, mit wem man es da zu tun hat. Dabei hilft es, mal genauer hinzuhören, welche Musik da eigentlich spielt. Allgemein in Nazi-Subkulturen spielt Musik natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Auch im Zusammenhang mit diesem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund scheint die Musik offensichtlich eine Rolle zu spielen. Immerhin gibt es ja mit diesem inzwischen berühmt-berüchtigten Dönerkiller-Song von Gigi und die braunen Stadtmusikanten so etwas wie ein Soundtrack zur Mordserie. Der Döner-Killer-Song steht auf dem Index. Das heißt, er darf auch nicht zu Demonstrationszwecken im Radio gespielt werden. Das meiste an rechter Musik, was bei der BPJM auf dem Index steht, ist eben als jugendgefährdend eingestuft und unterliegt eben dann der Maßgabe, dass es Jugendlichen oder Menschen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht werden darf. Aber über 18 dürfen das alle kaufen, haben, besitzen, hören, wie sie mögen. Und es gibt eben ein paar Ausnahmen. Dazu gehört dann der Döner-Killer-Song von Gigi und die braunen Stadtmusikanten, der nicht nur unter die Kriterien des Jugendschutzes fällt, sondern tatsächlich auch strafbewehrt ist. Also da gibt es ein Besitzverbot. Allerdings gilt auch, Besitzverbot hin oder her, was auf dem Index steht, das verschwindet noch lange nicht aus der Welt, schon gar nicht aus dem Internet. Der Döner-Killer-Song bejubelt die Mordserie der Zwickauer Neonazis und das lange vor der Entdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds. Zu einer Zeit, als die deutschen Ermittlungsbehörden noch festhalten an ihrer Theorie von den sogenannten Dönermorden. In Neonazikreisen weiß man längst, wer hinter diesen Morden steckt. Und Bands wie Gigi und die braunen Stadtmusikanten feiern ihre Helden vom NSU. Dass sich Nazis für ihre Propaganda auch der Insignien der Mainstream-Kultur bedienen, ist erst durch die Bekenner-DVD der NSU-Terroristen wieder einer breiteren Öffentlichkeit bewusst geworden. Zur Illustration ihrer Mordtaten montierten die Täter darin jeweils Szenen aus der Zeichentrickserie Der rosarote Panther und unterlegten sie mit dem Titelsong »Wer hat an der Uhr gedreht?« Im Original diente dieser Song aus der in den 70er Jahren auch in Westdeutschland bei Kindern und Jugendlichen äußerst beliebten Comicserie als Cliffhanger im Abspann. Passend zur leicht psychedelischen Bildästhetik der Comicstrips kündigt er an, dass in der nächsten Folge weitere Streiche der Hauptfigur Paulchen Panther geplant sind. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter.
jagt das Männchen auf der Leiter, säg und pinsele bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende, machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Die Entfremdung der harmlosen Reime einer Kinderserie zur Erklärung von Mordtaten ist besonders infam. Die Neonazi-Band Zillertaler Türkenjäger bediente sich einer ähnlichen Methode. Sie textete in den 90ern Schlager wie Kreuzberger Nächte antisemitisch und rassistisch um. So die Berliner Taz am 24. Januar 2012. Wer steckt eigentlich hinter dem Namen Gigi und die braunen Stadtmusikanten? Gigi und die braunen Stadtmusikanten ist ein rechtes Musikprojekt von einem Herrn namens Daniel Giese, der in den späten 90ern in den entsprechenden Kreisen einen gewissen Berühmtheitsgrad erlangt hat als mutmaßliches Mitglied von einer Gruppe mit dem schicken Namen die Zillertaler Türkenjäger. Und der hat 2003, 2004 eben ein neues rechte Musikprojekt an den Start gebracht, Gigi und die braunen Stadtmusikanten, die sich darauf spezialisiert haben, beliebte deutsche Volkslieder, Schlager, Evergreens im Sinne einer Neonazi-Ideologie umzudichten. Auch bei den Zillertaler Türkenjägern findet sich wieder die Technik des Umdeutens und Aneignens populärer und vermeintlich unpolitischer Motive. Die Zillertaler Schürzenjäger waren lange Zeit eine der erfolgreichsten Bands Österreichs. Mit ihrer Mischung aus sogenannter Volksmusik und Schlager waren sie gern gesehene Gäste, auch auf deutschen Bühnen und beim Musikantenstadl. Auf diese Popularität setzen Neonazis wie Daniel Giese, wenn sie ihrer Band den Namen die Zillertaler Türkenjäger geben. Möglicherweise setzen sie auch auf gewisse Sympathien in mitunter völkisch bis xenophob angehauchten Milieus der sogenannten Volksmusik. In diesen Milieus findet auch die Musik von Frank Rennecke einen gewissen Anklang. Ich bin stolz, dass ich ein Deutscher bin. Deutsch ist mein Fühlen, Deutsch ist mein Sinn. 2000 Jahre unser Land hielt einem Ring von Feinden stand. Frank Rennecke ist ja in der Tat, glaube ich, auch einer der etwas bekannteren Namen aus der rechten Szene. Er ist ja bei den letzten beiden Bundespräsidentenwahlen angetreten als Kandidat der NPD und ist ein rechter Liedermacher, bezeichnet sich selber manchmal auch als Verseschmied. Auch schon lange in der Szene dabei, seit den späten 80ern und nennt als seine großen Vorbilder Reinhard May und Hannes Wader. Reinhard May und Hannes Wader. Zwei Liedermacher, die man eher im Milieu der 68er Linken verorten darf. Und ausgerechnet die nennt der rechte Verseschmied Frank Rennecke als Vorbilder. Damit nicht genug. Er hat sogar ein Lied von Hannes Wader in seinem Repertoire. Der derart düpierte Wader versuchte mit juristischen Mitteln gegen Rennecke vorzugehen, ohne Erfolg. So bleibt die Erkenntnis, dass Hannes Waders Musik von rechts kooptierbar ist, dass ein rechter Liedermacher seine rechten Fans mit einem Lied des vermeintlich linken Liedermachers Wader beglücken kann. Frank Rennecke hat für die NPD als Bundespräsident kandidiert. Seine Partei versucht mit Musik Nachwuchs zu rekrutieren. Wenn auch mit etwas anderer Musik als den treuherzig altbackenen Deutschlandliedern des Frank Rennecke. Das Konzept der NPD heißt Schulhof-CDs. Das ist der Versuch der NPD seit einigen Jahren. Ich glaube, die erste Schulhof-CD gab es 2004, die Jugend in irgendeiner Weise für rechte Ideologien zu begeistern. Das ist also wirklich eine parteipolitische Strategie ursprünglich gewesen der NPD, dass man versucht hat, über ein so scheinbar unverfängliches Medium wie Musik junge Menschen für rechte Ideologien begeistern zu wollen. Und das sind Produktionen, die von der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands finanziert und durchgeführt werden und dann in einer doch vergleichsweise hohen Auflage von bis zu 500.000 CDs gratis an deutschen Schulhöfen verteilt werden. Im Parteisprech des ehemaligen NPD-Vorsitzenden Udo Vogt klingt das so. Die Musik transportiert Meinung. Musik transportiert Kultur. Ein Zugehörigkeitsgefühl. Das ist für uns ein wichtiges Bindeglied zur Jugend. Weil über Musik sprechen wir die Jugend an und sind dann in der Lage, wenn wir ihr Herz über die Musik geöffnet haben, ihnen auch unsere Ideen letztendlich schulisch beizubringen. Die ersten zwei Drittel eines Songs vergleichsweise unverfänglich in Allgemeinplätzen, in Anführungszeichen, sich zu verlieren, um dann am Schluss die rechtsradikale Kehrtwende zu machen. Und gleichzeitig steht es sinnbildlich
dann eben auch für Strategien der rechten Szene insgesamt sich Themen anzueignen, die auf den ersten Blick nicht nur recht sind und auf den zweiten Blick vor allen Dingen auch mehrheitsfähig sind. Ich gebe euch mit Schuld, die Doktoren, Richter, ihr die Obrigkeit. Greift doch viel härter durch, denn es ist an der Zeit. Die Strategien und Methoden im rechten Kulturkampf sind vielfältig. Dasselbe gilt für die Musik. Am rechten Rand finden sich schon längst nicht mehr nur die ewig Gestrigen mit Schnauzer und Seitenscheitel und ihr jüngeres Pendant, die tumpen Glatzen mit Bomberjacke und Springerstiefeln. Um zu wissen, mit wem man es da zu tun hat, wäre es hilfreich, liebgewonnene Feindbilder zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, meint der Musikwissenschaftler und Rechtsrock-Experte Thorsten Hinrichs. Ja, das ist natürlich ein liebgewonnenes Feindbild, weil es auch so wunderbar einfach ist. Man muss sich dann auch nicht wirklich intensiver mit den entsprechenden Phänomenen auseinandersetzen, sondern indem man die entsprechenden Phänomene dahingehend deklassiert, dass man sagt, das sind sowieso alles doofe Springerstiefel, Glatzen, tumbe Deutsche, ist sozusagen die Argumentation an der Stelle schon zu Ende. Da, glaube ich, ist die Gefahr riesengroß, dass man viele, viele Aspekte sehr schnell und sehr leichtfertig unterschätzt. Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten Knast. Und alles, was du da noch sagen kannst, ist, dass es aber ein ganz schöner Hammer, ey Mann. Der MPD-Liedermacher Frank Rennecke singt Lieder des linken Liedermachers Hannes Wader und auch vor der linken Hausbesetzerband Tonsteine Scherben um den Sänger Rio Reiser macht die rechte Vereinnahmung nicht halt. Der Kult um Rio Reiser hat seine Kreise sogar in das Gebiet des politischen Gegners gezogen. So erklingt Allein machen sie dich ein, ein Lied von Tonsteine Scherben, regelmäßig bei Aufmärschen von Neonazis. Die rechtsradikale Band Lanzer, die als terroristische Vereinigung gerichtlich verboten wurde, hatte ebenfalls Stücke von Tonsteine Scherben in ihrem Repertoire. Mit solchen Anbiederungen versucht sich die neurechte Bewegung, Kultfiguren anzueignen, zur Not sogar aus dem Feindeslager. Deshalb schwenken Neonazis Fahnen mit Che Guevara, loben Kommandante Marcos und spielen die Musik von Rio Reiser. Aneignungsprozesse nennt das Falco Schumann, Bildungsreferent beim antifaschistischen Pressearchiv Berlin. Er beobachtet seit Jahren, wie die Rechten linke Kulturgüter umdeuten und für ihre Zwecke nutzen. Der Kontext ist egal. Die achten einfach nur auf den Text des Liedes, das sie spielen. Wenn sich der Text nicht explizit gegen sie wendet, dann ist es gut. Die Geschichte der Band und ihrer Mitglieder, deren sonstige Aussagen, lassen die einfach außen vor. So das Berliner Stadtmagazin City bereits im Jahr 2006. Mach kaputt, mach! Alles kaputt, mach! 1971, da war die Welt noch in Ordnung. Da wusste man noch, wo rechts und links ist, wo der Feind steht und was man kaputt machen muss, um nicht selber kaputt zu gehen. 40 Jahre später artikuliert sich politische Musik im Modus des Verneinens, des Zweifelns, des Fragens. Wohin mit dem Hass, den ich in mir spüre, frisst sich wie Rost nach innen. Alles, was ich weiß. Jochen Distelmeier weiß nicht, wohin mit seinem Hass. Der ehemalige Sänger der gefeierten Hamburger Band Blumfeld wird dann aber doch ungewohnt direkt. Im Text steht ein nicht näher definiertes Wir gegen Sie. Sie, das sind die Reichen und Mächtigen, lass ihre Wagen brennen, heißt es in diesem Song von 2009. Zwei Jahre später brennen Autos, nicht nur in Berlin. Ob es immer die Autos der Reichen und Mächtigen sind, das ist eine andere Frage. Und ob brennende Autos eine Protestform sind oder bloß sinnlose Randale, das wird sogar innerhalb der radikalen Linken kontrovers diskutiert. Und bei den goldenen Zitronen? Ich halte brennende Autos für ein starkes Ausdrucksmittel, getraue mich aber nicht, eines anzuzünden, da ich viele Freunde habe, die eine Beschädigung ihres Autos für einen Angriff auf ihre Persönlichkeit halten würden. Georges Camerun von den goldenen Zitronen spricht da auch in eigener Sache.
Er ist aufgestiegen vom Dorfpunk aus der holsteinischen Provinz zu einem der gefragtesten Theatermacher Deutschlands. Da muss man lernen, mit Widersprüchen umzugehen. Die goldenen Zitronen verkörpern exemplarisch Glanz und Elend der politischen Musik in Deutschland. Auf musikalisch wie textlich avancierte Art bearbeiten sie die komplexe, beschleunigte Gegenwart mit ihren Widersprüchen. Etwa den Umstand, dass es ein Turnschuh oder ein Flachbildfernseher aus einem Billiglohnland leichter und schneller nach Europa schafft als ein Flüchtling aus einem Billiglohnland. Ja, fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer. Geb ich meine letzte Mittel her, Mittel her, Mittel her. Und sieh mich, weil ich dringend muss, dringend muss, dringend muss. Immer über den Bosporus, Bosporus, Bosporus. Zu bohrendem Elektro berichten die goldenen Zitronen von der globalen Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Für diese Musik sind die Zitronen Kritikerlieblinge. Aber kein deutsches Radio spielt solche Songs. Zu kompliziert, zu sperrig, zu politisch. Genau da liegt die Krux der politischen Musik von heute. Um wirksam zu sein, muss ein Song von den Massen gehört werden. Er muss in der Luft liegen, in the air. Er muss Airplay bekommen, Sendezeit. Auch explizit Linke, wie Franz Josef Degenhardt, selbst Tonsteine Scherben, liefen zu ihrer Zeit regelmäßig im Radio. Und erst Wolf Biermann. Nach seiner Ausbürgerung überträgt das erste deutsche Fernsehen im November 1976 das komplette Konzert von Biermann in der Kölner Sporthalle. Fast 4 Stunden zur besten Sendezeit. Heute völlig undenkbar. Mit dem Internet hat sich die Popmusik atomisiert. Der Mainstream hat sich aufgelöst in 1000 kleine Nischen. Der digitale Kapitalismus bedient jedes Spezialinteresse, auch das seiner Gegner. Da verkommt politische Musik schnell zum Preaching to the Converted. Gepredigt wird nur zu denen, die sowieso schon überzeugt sind. Es dient durchaus der bestehenden Ordnung, dass diese Sorte Musik in ihrer Nische bleibt. Sonst würde womöglich noch Peter Licht Recht behalten mit seinem Lied vom Ende des Kapitalismus, dem alten Schlawiner. Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt endlich vorbei. Hast du schon gehört, jetzt ist endlich vorbei. Haben böse Menschen keine Lieder? Zur politischen Bedeutung von Musik. Das war die Folge 25 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor Klaus Walter. Unter funkkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkkollegs als Podcast nachhören. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.